Hallo, herzlich willkommen zur ersten richtigen Vorlesung Grundlagen der C++-Programmierung im Sommersemester 2020. Ich möchte gerne in die Vorlesung einsteigen mit einem praktischen Beispiel, und das ist das sehr Schöne an dem Vorlesungsformat, wie wir es dieses Semester halten, dass ich da relativ einfach mein Screen sharen kann und euch zeigen kann, was ich hier programmiere. Ich habe hier meinen Code-Editor geöffnet, das ist bei mir Visual Studio Code. Ich arbeite unter Linux. Zusätzlich zu einem Code-Editor braucht ihr oder zu einem Texteditor braucht ihr noch einen Compiler. Das ist bei mir der GCC, den ich verwende. Die Kombination aus Visual Studio Code und GCC Compiler empfehlen wir euch auch in der Übung. Dazu könnt ihr auf unserer Webseite auch ein Tutorial finden, wie ihr das installiert. Okay. Das einfachste C++-Programm, was ihr euch vorstellen könnt, ich habe es jetzt hier schon mal SimpleCC genannt. Die Endungen von C-Programmen, von Quellcode-Dateien, das sind C, 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 CPP, habt ihr relativ freie Hand. Aber die Konvention ist, dass entweder CC oder CPP als Dateiendung zu nehmen. Ein C++-Programm, der Einstiegspunkt in ein C++-Programm ist die sogenannte Main-Methode. Und die Main-Methode hat einen Rückgabewert, das ist Integer, wie ihr es aus Java Int kennt. Und wenn wir der Main-Methode einer Methode einen Rückgabewert geben, müssen wir den natürlich auch mit Return beenden. Das ist im Prinzip das einfachste, simpelste C++-Programm, was man machen kann. Um das Ganze jetzt zu kompilieren, gehe ich hier unten in mein Terminal. Ich kompiliere das auf der Konsole direkt mit Keyboard-Eingaben. Der Befehl dafür ist G++ für den GCC-Compiler für C++-Files. Und den gebe ich jetzt als Parameter meine Datei mit. Ja, ausgeführt. Es gab keine Fehlermeldungen oder Warnungen. Ansonsten würde ich jetzt angezeigt bekommen. Und der Compiler hat mir jetzt eine neue Datei generiert. Die heißt a.out. Und die kann ich ausführen. Es passiert nichts. Unsere Main-Methode, unser Einstiegspunkt, wird einfach angelaufen. Wir geben 0 zurück und das war das Programm. Das ist das einfachste Programm, was ihr euch denken könnt. Das ist ein bisschen langweilig, deswegen machen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders. Wir geben jetzt ja Standard in der Programmierung Hello World aus. In C++ sieht das Ganze so aus, dass wir für eine Ausgabe auf der Konsole auf eine Bibliothek zurückgreifen können, die Standardbibliothek. Die Standardbibliothek gibt uns Streams mit zurück, mit der wir Eingabe und Ausgabe über das auf der Konsole machen können und Eingabe über zum Beispiel Tastendrücke über das Keyboard. Die Bibliothek, die wir dafür benutzen, heißt IOStream. Das Ganze muss ich jetzt noch abspeichern unter einem Dateinamen, nennt sich bei mir jetzt Hello Simple. Okay, jetzt müssen wir das Ganze hier noch auf der Konsole in Hello World ausgeben. Was wir dazu machen ist, wir rufen von der Standardbibliothek, dafür haben wir dieses SDT Doppelpunkt Doppelpunkt, damit greifen wir auf die Funktionalität in der Standardbibliothek zurück, die wir oben inkludiert haben über das Include. Cout ist der Befehl, um etwas auf der Konsole auszugeben. Das C steht für Character und das Out für Output. Und das hier ist ein Operator, der sagt, okay, hier gibt dem Stream, das ist jetzt ein sogenannter Stream, der auf der Konsole liegt, gibt den jetzt Input und gibt da was mit. Und hier jetzt in den Anführungszeichen können wir unseren String reinschreiben. Und wir schreiben ganz klassisch Hello World und wir machen noch einen Zeilenumbruch. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben und unser Programm kompilieren, Befehl hierfür ist wieder G++ für den Compiler und den geben wir jetzt den Dateinamen mit, der heißt diesmal Hello Simple CC. Kompiliert hat er, ansonsten hätten wir jetzt gleich irgendwelche Fehlermeldungen bekommen. Jetzt haben wir wieder ein neues File, das heißt wieder A-Out, weil wir nicht angegeben haben, welchen Dateinamen wir jetzt haben, schreibt der Compiler das standardmäßig immer in A-Out rein. Das Programm können wir jetzt ausführen. Und siehe da, es steht Hello World auf der Konsole. In diesem einfachen Programm kann ich euch schon mal noch ein paar Sachen zeigen. Also C++. Hier oben habt ihr eine einfache Funktionsdefinition. Am
Ende eines Befehls kommt ein Semikolon. In C++ werden Befehle, genau wie in Java, mit einem Semikolon abgeschlossen. Das Semikolon sagt dem Compiler, hier ist der Befehl zu Ende, jetzt kommt der nächste Befehl. Wenn wir dieses Semikolon hier jetzt mal wegmachen und das Programm kompilieren wollen, G++ hello simple cc, dann kriegen wir jetzt an der Stelle eine Fehlermeldung bei dem Compiler, dass das Programm nicht kompilieren kann. Wir haben jetzt hier einen Syntaxfehler und hier in der Fehlermeldung sagt uns der Compiler an der Stelle genau, was schief läuft. Hier sehen wir das in der Datei hellosimple.cc in Zeile 5, Spalte 33. Ja, da erwartet er an der Stelle ein Semikolon, bevor das Return Statement kommt. Das haben wir weggelöscht. Das ist natürlich klar, dass das jetzt fehlt. Das geben wir jetzt wieder zurück. Wir bitten den Compiler, das nochmal zu kompilieren. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist das Programm hier allerdings ein bisschen langweilig. Das heißt, wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen komplizierter zu machen. Dazu habe ich eine neue Datei angelegt, die heißt jetzt hello-complex.cc. Hier oben die Main-Methode ist ja eine Methode, eine Funktion, die genau wie in Java eine bestimmte Signatur hat. Sie hat am Anfang einen Rückgabetyp, in dem Moment Integer. Dann kommt der Name der Methode und dann im in runde Klammer auf, runde Klammer zu. Da kommt dann die Parameterliste rein. Das gehört zu einer Signatur von der Methode. Danach kommen die geschweiften Klammern. Hier oben geschweifte Klammer auf und ganz hier unten geschweifte Klammer zu. Und in den geschweiften Klammern ist ein Programmierblock, in dem die Methode definiert wird. Die Main-Methode hat den Return-Wert int. Standardmäßig ist es so, dass wenn das Programm ohne Probleme durchgelaufen ist, es keine Fehler gab, wird der Wert 0 zurückgegeben. Falls irgendwas schiefgegangen ist oder irgendwas Besonderes aufgetreten ist, was wir dem Nutzer mitteilen wollt, könnt ihr einen anderen Wert als 0 zurückgeben. Das sollte dann allerdings irgendwo dokumentiert werden. So, unsere Main-Methode kann natürlich auch, wie jede andere Methode auch, Argumente mitbekommen. Und die Argumente, die ihr bei der Main-Methode zur Verfügung habt, die nennen sich int argc. Also hier kommt erstmal der Typ, das ist an der Stelle ein Integer. Hier kommt der Name der Variable, des Parameters, den ich da reingebe. Und der nächste, der dazugehört zu der Main-Methode, ist ein char-Array, in dem bestimmte Werte drinstehen. Was jetzt passiert ist, wenn wir unser Programm aufrufen über die Konsole, über das Terminal, so wie ich es von uns unten gemacht habe, indem ich das Programm einfach ausgeführt habe, kann man dem Programm Parameter mitgeben. Und diese beiden Variablen hier oben, argc und argv, die können auch anders heißen, aber standardmäßig heißen sie argc und argv, sagen der Main-Methode, welche Argumente mitgeliefert wurde. In dem argc, das c steht für count, steht drin, wie viele Argumente mitkommen. Und in dem argv stehen die Argumente selbst drin. Jetzt können wir mal unserer Main-Methode, wenn wir unser Programm gleich starten, mal ein Argument mitgeben. Und wir lassen dann mal uns anzeigen, wie viele Argumente wir erstmal angezeigt bekommen oder wie viele Argumente wir erstmal mitkriegen. Dazu kompilieren wir unser Programm. Diesmal heißt die Datei Hello Complex. Wir führen unser Programm wieder aus, das heißt wieder out. Da steht unser Hello World, unsere erste Ausgabe, und unsere zweite Ausgabe ist die 1. Tja, das ist jetzt ein bisschen seltsam, denn eigentlich habe ich ja unser Programm nur aufgerufen. Wir geben jetzt mal noch ein Parameter mit. Sowas wie hier kommt ein Parameter. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt steht unser Hello World auf der Konsole und eine 5. Unser Programm hat also auf irgendeine Art und Weise 5 Parameter mitbekommen beim Programmstart. Wir haben hier 1, 2, 3 und 4 Parameter mitgegeben. Jetzt lassen wir uns mal hier oben im Quellcode noch anzeigen, welche Parameter denn bei der Main-Methode da mitkommen, wenn wir das Programm starten. Dazu machen wir eine Vorschleife. Wir fangen bei dem Wert 0 an und 0
oder unsere Zielvariable i geht bis zur Anzahl der Argumente und wir inkrementieren i jeweils einmal und wir wollen jetzt auf unserer Konsole ausgeben, was für Argumente mitkommen. Und zwar jedes Argument auf einer einzelnen Zeile. Deswegen machen wir hier am Enter einen Zeilenumbruch. Also dieses \n steht für Zeilenumbruch auf im aktuellen Stream. Dieses hier argv eckige Klammer auf i. Das argv ist die Variable, die wir oben definiert haben als Parameter. Damit greifen wir drauf zu. Wir haben oben definiert, dass das ein Array ist über die eckigen Klammern und um auf die einzelnen Elemente in dem Array zuzugreifen, benutzen wir ebenfalls die eckigen Klammern und hier an der Stelle steht dann der Index, zum Beispiel 0, 1, 2, 3, je nachdem wie viele Plätze in dem Array Platz sind. Wir wollen jetzt aber auf alle Einträge in dem Array zugreifen, deswegen benutzen wir die Vorschleife und die C-Variable. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Erstmal müssen wir kompilieren. Gucken, ob das klappt. Das hat geklappt. Syntaxfehler haben wir keinen. Jetzt füllen wir unser Programm aus, geben wieder ein paar Argumente mit. Hier kommen ein paar Parameter, mit denen wir unser Programm starten können. Und jetzt gucken wir mal, was auf der Konsole ausgegeben wird. Okay, das erste ist Hello World, unsere erste Zeile aus unserem ersten Beispielprogramm. Die ist so geblieben. Danach kommt die Zahl 6. Wir haben an der Stelle jetzt insgesamt 6 Parameter beim Programmstart mitgegeben. Und jetzt können wir hier unten sehen, nacheinander werden die verschiedenen Parameter, die wir mitgegeben haben, beim Programmstart aufgelistet. Das erste ist .a.out. Da können wir sehen, da steht einfach als erstes Argument in der Parameterliste oder als erster Eintrag steht der Name des Programms selbst drin, der Datei, die ausgeführt wurde, a.out an unserer Stelle. Und danach kommen Stück für Stück die verschiedenen Parameter, die wir unserem Programm mitgegeben haben. So, das waren jetzt unsere 3 Beispielprogramme, die ich euch zur Einführung in die heutige Vorlesung zeigen wollte. Als allererstes unser Minimalbeispiel, das Simple-Programm, das kleinste C++-Programm, was man sich vorstellen kann. Wir brauchen eine Main-Methode als Einstiegspunkt in das Programm. Die Main-Methode hat einen Rückgabetyp und hier passiert nichts weiter. Dann der Klassiker, das Hello World-Programm. Dazu brauchen wir die IO-Stream-Bibliothek, die wir inkludieren, um auf der Konsole was auszugeben. Der Befehl dafür ist stdcout und dann kommt hier unser String, unser Hello World einfach dazu. Wenn wir das ausführen, steht Hello World auf der Konsole. Dann haben wir das Ganze noch ein bisschen komplizierter gemacht und ich habe euch gezeigt, wie ihr Parameter und Argumente beim Programmstart mitgeben könnt und wie ihr auf die zugreifen könnt. So, dann steigt man jetzt an der Stelle in die normale Vorlesung ein. Und ich wechsle zu den Folien. Ich greife hier meinen Stift, guck mal, ob ich auf den Folien etwas schreiben kann. Wenn ich ein bisschen drücke mit meinem Stift, funktioniert das. Und dann steigen wir jetzt mit der Theorie ein oder machen wir der Theorie weiter. Wir rekapitulieren nochmal ganz kurz und ziehen mal den Vergleich zu Java. In der ersten Organisationsvorlesung, im ersten Video, habe ich euch gesagt, dass wir von euch erwarten, dass ihr Java könnt. Und wenn ihr bei uns angefangen habt zu studieren und die Grundlagenvorlesung gehört habt, dann solltet ihr das mittlerweile auch können. Deswegen versuchen wir jetzt in der Vorlesung Grundlagen der C++-Programmierung immer so ein bisschen den Zusammenhang zu Java zu zeigen, weil euch das hoffentlich vertraut ist und um euch da zu zeigen, dass es da einige Parallelen gibt, auf die ihr zurückgreifen könnt. Wir haben jetzt hier oben auf der Folie mal ein Hello World Programm, wie es in Java aussieht und hier unten das Hello World Programm, wie wir es in C++ implementieren. Ziemlich genau das, was ich auch gerade implementiert habe, nur dass hier an der Stelle ganz unten das Return Statement fehlt. Sollte man eigentlich machen, wenn man die Compiler-Einstellungen richtig gewählt hat und das nicht hinschreibt, gibt der Compiler auf jeden Fall auch eine Warnung, dass da ein Return-Statement fehlt. So, hier kann man aber einige Zusammenhänge sehen. Also das erste ist, der Programmeinstieg in Java und in C++ heißt bei beiden
Main. Das hier. Danach kommt ja hier eine Liste mit Argumenten in Java. C++ braucht man die nicht unbedingt. Man kann sie nutzen, oder wenn man das möchte. Wie das geht, habe ich euch gerade im Beispiel gezeigt, im Praktischen. Ein Unterschied ist, dass die Main-Methode in Java kein Rückgabetyp hat. Deswegen steht da ein Void. In C++ hat die Main-Methode normalerweise den Rückgabetyp Int. Ja, System-out-println wird in Java benutzt, um auf die Konsole zu schreiben. Das Pendant dazu in C++ ist das stdcout. Std, wie gesagt, steht für Standard Library. Dazu werden wir nochmal eine eigene Vorlesung machen. Wir brauchen hier oben, müssen wir in C++ sagen, auf welche Bibliotheken wir zurückgreifen. Wenn wir auf die stdcout-Bibliothek oder auf die Funktion zurückgreifen wollen, müssen wir die entsprechende Datei dafür zur Verfügung stellen. Das machen wir hier oben über das Include-Statement. Tja, und dann das eigentlich, was ausgeprintet wird, was angezeigt wird, das Hello World. Ja, sieht in Java und in C++ relativ ähnlich aus. Über die Gänsefüßchen und dann kommt der String da rein. Es sieht relativ ähnlich aus. Also es sind sehr viele Parallelen zwischen Java und C++. So, jetzt habe ich euch im praktischen Beispiel bereits ein etwas komplexeres Beispiel gezeigt, in dem ich eben auch die Argumente und ja, indem ich meinem Programmaufruf verschiedene Argumente mitgebe. Das jetzt hier ist ein ähnliches Beispiel wie das, was wir gerade programmiert haben. Und wir gucken uns jetzt mal an, Stück für Stück, was denn hier so alles drin steckt. Wir fangen mal hier ganz oben an. Ganz oben, bereits erwähnt, in einer Datei in C++ werden andere Dateien, andere Bibliotheken, andere Funktionalitäten eingebunden. Dazu nutzt man das Include-Statement und danach den Dateinamen, in dem die Funktionen deklariert sind. Dann haben wir hier die erste Funktion, die wir kennengelernt haben, ist die Main-Methode. Das hiervon ist der Funktionsname, in unserem Beispiel Main. Vor dem Funktionsnamen steht der Rückgabetyp. Das ist in unserem Beispiel jetzt in der Main-Methode. Int kann jeder beliebige andere Datentyp auch sein. Float, Int, Double, String. Es kann Void sein, wenn man nicht zurückgeben möchte. Das, so wie ihr es aus Java auch kennt. Nach dem Funktionsnamen kommen die runden Klammern und in den runden Klammern stehen die Funktionsargumente, die Parameter, die man unserer Funktion übergeben. Und was haben wir noch? Okay, hier in dem Beispiel geben wir nicht direkt auf der Konsole das Hello World aus, sondern wir geben zusätzlich noch einen String mit aus, hier an der Stelle. Und der String wird in einer Variable gespeichert, die nennt sich hier Text. Das hier ist der Datentyp, stdString. Und der Text bekommt einen bestimmten Wert anfänglich zugewiesen und der heißt in diesem Beispiel Word. Und das, was hier passiert, was hier aufgerufen wird, ist der Konstruktor von dem String. Das heißt, hier in dem runde Klammer auf, dann kommt das Argument, der Wert da rein. Das ist ein sogenannter Konstruktoraufruf. Tja, wie geht's weiter? Hier haben wir ein If-Statement, die verschiedenen Statements, if, for und so weiter, was es da alles gibt, werde ich später in der Vorlesung gleich noch erklären. If ist ein Beispiel, das kennt ihr ebenfalls auch aus Java. Hier haben wir einen Array-Zugriff, habe ich euch im praktischen Beispiel auch gezeigt in der Implementierung. Das hier ist der Name der Variablen, argv, und hier oben haben wir es definiert. Das ist ein Array und der Array-Zugriff erfolgt in C++, genau wie in Java, über die eckigen Klammern. Arrays sind in C++, genau wie in Java, 0 indexiert. Das heißt, das erste Element hat den Index 0 und nicht den Index 1. Das heißt, hier an der Stelle greifen wir auf das zweite Element im Array zurück. Das heißt, wenn ihr euch hier das aufzeichnet, das hier ist unser Array, wo unsere Daten drin liegen. Dann haben wir hier 0, 1, die Indizes, mit denen ihr darauf zugreifen könnt. Okay, was haben wir noch? Weiter geht's. Dieses std Doppelpunkt Doppelpunkt habe ich im Beispielcode auch benutzt. Das Doppelpunkt Doppelpunkt und das std davor
ist ein sogenannter Namespace Specifier. Ihr könnt eure Funktionen und eure ja, Klassen und alles, was ihr euch vorstellen könnt, in sogenannte Namespaces packen. Und das ist dann nochmal ja, so ein Zugriffsraum, der über euren Methoden steht. Das hat die Bewandtnis, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bibliothek schreibt und man erstellt eine Funktion, die einen relativ gängigen Namen hat, sowas wie Minimum. Ihr macht euch eine eigene Funktion, die von gegebenen Variablen das Minimum aussucht oder das Minimum bestimmt, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass es irgendjemand anders auch gibt, der diese Funktion Minimum, weil das einfach so ein gängiger Name ist, ebenfalls definiert. Und dass es da dann nicht zu Konflikten kommt, dass der Compiler dann nicht weiß, okay, auf welche Funktion soll ich jetzt verwenden? Soll ich jetzt die Minimum-Funktion von dem verwenden oder von dem? Hoppala. Gibt es die sogenannten Namespaces und die Namespace Specifiers, dass man dann eben genau darauf zugreifen kann. Und damit sagen wir jetzt dem Compiler, okay, an der Stelle wollen wir die cout-Funktion aus dem Namespace std. Okay, dann geht's weiter. Das cout ist der Standard-Output-Stream, je nachdem, was da an der Stelle gerade eingestellt ist. Normalerweise ist es die Konsole und darauf werden dann die verschiedenen Werte dem Stream mitgegeben und ausgegeben. Was haben wir noch? Diese zwei ja, kleine Zeichen nach links, das ist ein sogenannter Operator und hier an der Stelle ist es der Stream-Input-Operator. Also wenn ihr nach links das macht, gebt ihr in einen Stream Daten rein. Wenn ihr die zweieckigen Klammern nach rechts macht, bekommt ihr Daten aus einem Stream raus. Das werdet ihr in der ersten Übungsaufgabe brauchen oder in der nächsten Übungsaufgabe. Und später zeige ich euch das auch nochmal auf den Folien als Beispiel. Da könnt ihr das auch nachschlagen. Ja, das ist ein einfaches Hello World Programm und in dem könnt ihr sehen, dass da schon eine ganze Menge an ja, Informationen drinsteht, was es in C++ in der Sprache an ja, syntaktischen Elementen so alles gibt. Wenn ihr initial drauf guckt, sieht das relativ ähnlich aus zu Java. Das heißt, wenn ihr schon Java-Erfahrung habt, kann der Umstieg von Java auf C++ oder das Anlernen von C++ relativ ja, einfach gehen, zumindest was die Syntax angeht.